So, heute sprechen wir über Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Erschienen zuerst 1973 in Großbritannien. Pink Floyds achte Platte, eine Platte der Superlative für Pink Floyd. Die erfolgreichste Platte, die sie bis dato gemacht haben. Und ich glaube, auch bis heute ist es die erfolgreichste Platte, die sie je gemacht haben. Ein halbes Jahr lang haben sie sich dafür Zeit genommen, die aufzunehmen, zwischen Juni 1972 und Januar 1973. Aber wer acht Schallplatten gemacht hat für eine Plattenfirma, die durchaus erfolgreich waren vorneweg, da waren allein zwei Soundtracks dabei. Ich glaube, schon drei Best-of-Platten sind zu dem Zeitpunkt von Pink Floyd erschienen. Da darf man sich auch mal ein halbes Jahr Zeit nehmen im Studio. Der Produzent war Alan Parsons, der ist ja später selber noch berühmt geworden mit seinem Project. Und für Pink Floyd war diese Platte durchaus ein Durchbruch. Sie haben mit Metal und Atom Heart Mother ja schon an ihrem neuen Sound gebastelt. Nachdem Syd Barrett aus der Band ausgeschieden ist, haben sie jetzt mal hier den Stadionrock erfunden, so wie wir den heute kennen. Und Dark Side of the Moon war wirklich ihr Durchbruch. Die LP ist seit 1973 917 Wochen lang in den Billboard-Charts gewesen. Wisst ihr ja alles längst, kann man ja alles bei Wikipedia dreimal nachlesen. Allerdings finde ich es schon stark, 17 Jahre lang eine Platte in den Charts zu haben. Einmal gemacht, herausgebracht und dann versorgt die einen 17 Jahre lang. Starke Sache. Auf Platz 2 übrigens Bob Marley, der hat es nur 386 Wochen geschafft, die Platte durchgehend in den Charts zu halten. Sind auch noch 7 Jahre. Ist jetzt auch nicht ganz schlecht. Bei Discogs ist die Platte sowohl auf Platz 1 der meistgesuchten Platten als auch auf Platz 1 der meistgesammelten Platten. Scheint ja offensichtlich so zu sein, dass sich die Vinyl-Community hier in zwei Lager unterteilt, in die, die die Platte schon haben und die, die sie noch nicht haben. Aber ich glaube eher, dadurch, dass es auch die einzige Veröffentlichung ist und auch eine der ersten Veröffentlichungen, die mehr als 1000 Varianten enthalten, also verschiedene LP-Ausgaben aus Ländern, aus Jahren, CDs, Kassetten, 8-Track-Cartridges, was es da nicht alles gibt, steht ja sogar hier auch erhältlich als Kassette und Cartridge. Wie gesagt, 1000 verschiedene Versionen. Ich glaube, da gibt es eine Menge Leute auf den Sammellisten, die verschiedene Versionen haben wollen. Ne? Die nicht nur eine, sondern fünf von diesen haben möchten. Ist ja auch legitim, darf man ja auch machen. Deshalb heißt es ja auch Sammler. Das Cover ist von Hypnosis gemacht, wie so ziemlich alle von Pink Floyd. Und die Idee dieses Prismas, angeblich stammt die aus einem Buch für Fotografie. Lustigerweise gibt es aber von 1941 bereits ein Schellack-Album von einer Einspielung von Beethovens fünftem Klavierkonzert mit den Pianisten Rudolf Serkin und Bruno Walter. Und auf dem Cover ist dieses Motiv eigentlich schon vorweggenommen. Man sieht den Lichtstrahl und das Prisma, allerdings ist es in dem Fall kein Dreieck, sondern ein Flügel. Man sieht da einen Konzertflügel, in dem sich das Licht bricht. Ich habe es mal hier eingeblendet zum Vergleich. So, mein Exemplar sieht von außen ganz okay aus. Es hat ein paar Ecken gestoßen, sind nicht mehr so hundertprozentig, ist ja auch schon jetzt von 1973, hat diese Bestellnummer für die Hardcore-Nerds, die das interessiert. Ist wie gesagt eine Ausgabe von 73 von EMI, mehr auf dem Harvest-Label, allerdings nicht mehr mit dem Harvest-Label, wie wir das von den früheren, von Metal und Atom Heart Mother und den anderen Labels kennen, sondern ich hole mal die Platte schnell raus. Sondern mit dem Dreieckslabel. Die gesuchte Version, die allererste, hat da komplett, ist ein ausgefülltes Dreieck. In diesem Fall sind es halt nur die Außenlinien. Ist aber auch nicht schlimm. So, die Platte selber, wie geleckt. Ein wirklich, da habe ich Glück gehabt. Da habe ich die richtige, habe ich richtig zugegriffen, habe ich gut geguckt auf dem Flohmarkt. Denn da habe ich sie damals gekauft, in irgendwann Mitte 80er bis Mitte 90er, in meiner ersten großen Phase des Plattensammels, wobei das keine Plattensammelphase war, weil damals hat man eben seine Platten auf dem Flohmarkt gekauft. Da gab es ja noch nicht so wahnsinnig viele Second-Hand-Läden und hat man seine Platten eben auf dem Flohmarkt gekauft. Ich habe damals bezahlt irgendwas, das wird nicht mehr gewesen sein als 15 Mark. Mehr Budget hatte ich sowieso nicht.
Insofern hat die wahrscheinlich zwischen 8 und 15 Mark gekostet. Das sind dann heute für die Jüngeren unter uns 4 bis 8 Euro. Für die kriegt man sie heute nicht mehr. Die wird bei Discogs mittlerweile gelistet im Mittel um 20 Euro mit Ausreißern nach unten bis zu 8 Euro und nach oben bis zu 50 Euro. Für 8 Euro kriegt man wahrscheinlich heute ein Exemplar, was wahrscheinlich nur noch halb da ist oder sowas. Was leider fehlt, ist das Poster. Das hätte ich natürlich wirklich gerne gehabt, was der Platte damals beilag. Aber gut, man kann nicht alles haben. Bin froh, dass ich die Platte habe. Vielleicht finde ich ja eines Tages nochmal eine sehr schlechte Ausgabe für kleines Geld, wo das Poster mit drin ist. Dann würde ich die natürlich kaufen. Und dann bin ich auch einer von denen, die mehrere Varianten der gleichen LP zu Hause im Schrank stehen haben. Gekauft habe ich die Platte damals nicht nur, weil ich sie vom Cover super finde, sondern das war so ein bisschen meine Entdeckerzeit. Ich habe zu der Zeit eigentlich nur AC/DC, Iron Maiden, Judas Priest, nur so richtigen Metal-Kram gehört und habe mich dann so ein bisschen auf die Suche begeben nach den Vorbildern von meinen Lieblingsbands. Und da kam dann sowas raus wie Pink Floyd, Jethro Tull, Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Werden wir alles noch besprechen, kommen wir alles noch zu. Okay, bis hierhin erstmal und im nächsten Video schauen wir uns eine andere Platte an.